Hier ist Ronja und wir spielen heute Mario Party in Minecraft. Ich habe schon vielleicht die ein oder andere Runde getestet. Hust, vielleicht mache ich schon den ganzen Vormittag nichts anderes. Wer weiß, wer weiß. Aber ich wollte mich natürlich erstmal mit den Spielen vertraut machen, bevor ich irgendeinen Schluss aufnehme und am Ende die ganze Zeit nur da sitze und mir so, ich weiß nicht, wie das Spiel geht. Ich meine, das wäre ja auch blöd. Von daher, wir haben unseren Charakter ausgewählt. Wir sind Peach, so wie immer. Und ich würde sagen, ich bin hyped. Let's go! Wir sind auf der Map Schatzinsel und die ist relativ groß, die hat relativ viele Felder. Das heißt, es wird wahrscheinlich eher eine längere Runde. Ich bin gespannt, ja? Vielleicht rollen wir diesmal ja gut. Vielleicht würfeln wir jetzt mal gute Zahlen. Und zwar hätte ich gerne eine 6. Das ist eine 2. Einer hat auch eine 2. So, ja, 2. Nice. Ich meine, wir sind Fünfter. Reise nach Jerusalem. Wenn die Musik ausgeht, erscheinen Loren und du musst dich in eine von den Loren setzen. Alles klar. Das ist eigentlich... Ohne Mist, es macht so Spaß. Ich bin legit schon die ganze Zeit da dran am Spielen. Mein Bruder hat mir das empfohlen und war so, hey Ronja, das habe ich früher immer gespielt. Magst du das nicht auch mal machen? Und ich war so, ja, ja, klar. Und es macht voll Spaß. Ohne Mist. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich keine Lore erwischen, direkt am Anfang rausfliege. Na komm. Wo sind die? Wo sind die? Hier. Nein, 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 nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. In dem Spiel bin ich ungefähr die schlechteste Person, die es gibt. Nein! In dem Spiel bin ich jetzt leider nur Siebter geworden. Das tut natürlich weh, aber ich weiß nicht, irgendwie, ich bin echt nicht gut in dem Spiel. Wir würfeln jetzt trotzdem eine hohe Zahl. Eine 4. Eine 4 ist okay. Eine 4 nehme ich. Mit einer 4 bin ich relativ... Ich würde gerne einfach mal Erster werden und dann mehrere Würfel kriegen. Ich glaube, so funktioniert es. Ich glaube, der Erste kriegt mehrere Würfel. Weil sonst wäre der jetzt noch nicht auf Feld 11. Das geht ja gar nicht. Das geht schon, wenn er eine 5 oder 6 geworfen hat. Aber egal. Oh Gott, Jump'n'Run. Es geht darum, das Jump'n'Run so schnell wie möglich zu meistern. Ja, gute Nacht, Marie. Das wird eine klassische Situation von... Das werde ich nicht hinkriegen. Es gibt da Leute, ja? Die spielen das Tag ein, Tag aus, ja? Und die kennen die Maps. Ich bin noch nicht einer dieser Leute. Das heißt nicht, dass ich nicht einer werden kann, aber es heißt, dass ich keiner bin. Okay. Ich glaube, hier ist ein Checkmark, ja? Oh nein! Komm schon! RIP! Egal, es lief ganz okay. Ja, okay. Auf nächsten Checkmark. Ich bin gar nicht so schlimm mit Jump'n'Runs, wie ich immer dachte, merke ich gerade. Das ist ja hier überraschend. Ah, Mist, okay. Aber es ist überraschend gut momentan noch. Oh Gott, nee. Ich glaube, der eine Sprung ist ein bisschen zu weit für mich mit dem langsamen Tempo. Das heißt, ich muss ein bisschen später abspringen. Das ist aber alles noch okay. Wir sind, noch ist keiner ins Ziel gekommen. Ich glaube, doch. Wir haben noch viele Blöcke vor uns. Oh Gott. FFA5, der mir am Anfang geschrieben hat, oh ja, die Map mag ich, ist quasi schon fertig. Ja, der kann das blind, ja. Der hat das durchgespielt, ja. Dann schreibt er noch 0 Fails im Chat. Ja, danke für nichts. Weißt du, manche von uns, die strugglen hier ehrlich. Okay, ich bin aber ganz... Ich bin ganz froh, wie weit ich bis jetzt gekommen bin. Bin ich... Ah! Nicht schlimm, nicht schlimm. Keine Schande. Okay, ich muss jetzt hier irgendwie durchkommen, dass ich den Sprung schaffe. Ah! Ich glaube, das geht einfach mit Tempo auch eher als mit Strategie. So, der Erste verlässt schon die Party. Das ist natürlich auch ein Klassiker. Ich weiß nicht, wie man den Sprung hier schaffen soll, weil da drüber ja Blöcke sind. Aber ich glaube, ich muss einfach auf den Holzball. Okay, ich habe es die ganze Zeit falsch gemacht. Ich wollte auf das springen, aber ich muss auf das springen. Oh nein! 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 Gott! Ja, ja, oh Gott, ich bin zu weit gelaufen. Aber ich hätte es fast... Ich darf hier starten. Das Spiel ist so nett. Okay, Treppe. Okay, läuft, läuft, läuft. Läuft nicht. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Alles... Ah, nein! Nicht alles gut. Egal, ich darf hier starten. Das Spiel ist nett. Weiter geht's. Nein, ich bin... Ist egal, ist egal, ist egal, ist egal, ist egal. Weiter geht's. Nee. Die kleinen Fliegedinger, ja? Oh, Pilzvergiftung hat es geschafft. Wir sind...
Wir haben's leider nicht geschafft. Was bin ich geworden? 13. Wie es scheint. Aber ist nicht schlimm, ja. Momentan im globalen Ranking habe ich eine 5 gewürfelt, was natürlich insanely gut ist. Oh, man kann drücken, wann der Würfel anhält. Merke ich gerade. Das ist ja, ne? Das ist ein Ding. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wir sind auf Platz 11. Also auf Platz 6. Das geht. Hey, das geht. Minengefecht. Grabe dich durch die Steine und versuche, alle anderen Spieler zu töten. Ärzte geben die Items. Und alle paar Sekunden siehst du die Position deiner Mitstreiter. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Hier ist das erste Erz. Auf geht's. Wir müssen die erwischen. Oh, warte, ich ziehe mal meine Rüstung an. Item, Item, Item. Sehr gut, Rüstung. Oh ja, hier ist jemand. Okay, okay, jetzt müssen wir hier strategisch vorgehen. Oh, nee! Klassischer 9. Platz. 19. Eine 4. Wir nehmen die 4. Wir nehmen die 4. So, damit sind wir auf einem Platz mit Leon und Wernert. Okay, Schießstand. Versuche, so viele Zombies wie möglich abzuschießen. Alles klar. Ich würde behaupten, Schießen geht bei mir. Ich glaube, es ist nicht so schlimm. Ich sage, ich kann das holen, ja? Ich weiß nicht, ob ich Erster werden kann, aber ich wünschte, ich könnte. Okay, nein. Okay, ich glaube, wir fangen erstmal mit ein paar einfachen Punkten an hier unten. Oh, oh, die waren zu schnell. Aber es ist immer besser, sichere Einpunkte-Zombies zu kriegen, als auf die Zweier zu aimen und dann da doppelt so lange für zu brauchen. Ich meine, das ist ja Quatsch. Von daher ist das meine Strategie so ein bisschen gerade. Und ich hoffe, die schnappt mir keiner weg. Aber ich glaube nicht. Oh, oh, da habe ich ein bisschen mich verkalkuliert. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Hier, der Goldene bringt mehr, aber der wurde schon weggeschossen. Das ist RIP. So, dreh dich um, dreh dich um. Oh, der ist schnell. Oh, der ist wirklich schnell. Okay, wir versuchen es mal mit dem da. Okay, nee, der ist mir zu. Ah! Nein, okay, man darf nicht die Ruhe verlieren, okay? Sonst läuft das gar nicht. Wie schnell schießen die denn die Gelben immer weg? Sag mal, Entschuldigung, das sind ja richtige Sniper hier. Also, so. Wir sind 16. Wir haben 9 abgeschossen. Wie viel haben denn die ersten? 62? 5! Okay, wir sind auf Feld 20 von 53. Ich bin sehr gespannt, wo die ersten so sind. Hey, wir sind 5. Hier, der erste ist auf Feld 29. Es geht voll. Lasertag! Aber da war ich wirklich ein Biest in Lasertag. Ich habe da eine 1er-Strategie. Und zwar, ja, du willst nicht jagen, du willst... Hoppala. Du willst nicht jagen, du willst gejagt werden. Letztes Mal war die Map aber besser. Oh Gott, was ist denn jetzt? Normalerweise kriegt man mit 2 Hits die Leute doch tot. Ja, okay. Okay, mit 2 Hits kriegt man die Leute nämlich tot. Warum wurde ich jetzt hier zermöbelt? Ich weiß es nicht, ich habe irgendwas nicht gesehen. Es ist aber nicht schlimm. Hier. Hä? Wieso können die eigentlich schießen? Oh mein Gott, ich kann auch schießen. Ach du meine Güte, ich wusste nicht, dass ich schießen kann. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist eine Close-Range-Waffe. Und ich kann damit nur schnetzeln, aber ich kann auch schießen. Das erklärt auch, warum ich die ganze Zeit sterbe. Weil ich abgeschossen werde nämlich. Okay. Meine Strategie ist, ich kann nämlich nicht gut schießen. Habe ich jetzt gerade gemerkt. Ich lasse einfach die Leute an mich rankommen und dann zeige ich es denen. Ja, und dann sehen die das nicht kommen, weil die eh Close Range gehen wollen. Dann können die auch nicht schießen. Weil das wäre ja Quatsch. Weil das andere macht ja viel mehr Damage. Oh. Oh, da war einer hinter mir. Da war einer hinter mir. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Den haben wir nämlich. Den haben wir eingesackt. Okay, ist nicht schlimm. Wo ist denn der nächste? Hier ist einer hinter mir. Den campen wir jetzt. Das ist nicht nett, aber was will man machen? Hier. Oh, der hat mich halt geschossen. Mist. Egal. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich bin ein Laser gelaufen. Das ist, Laser töten dich sofort, gell? Rekord. Hä? Ich habe 5 Leute? Ich habe doch letztes Mal mehr Leute umgebracht. Das ist doch Quatsch hier. Hatte ich jedenfalls das Gefühl. Egal. Mit 2. Mist. Da war ich ein bisschen übereilig. Bowserfeld. Du bist 3 Felder nach vorne geworfen. Hell yeah. Knockout.
Das ist ungefähr wie, falls ihr Super Smash Bros. Kennt vom Prinzip, man schießt die Spiele ab, beziehungsweise man kickt die runter und je öfter man gekickt wurde, desto höher gehen die Prozente und desto höher, also desto weiter fliegt man dann auch. Und man kann ein paar Items einsammeln, was eigentlich ganz witzig ist. Zum Beispiel hier, der. Das ist der kleine Grinder, ja? Der kennt sich gut aus, gegen den habe ich eh keine Chance, das ist Quatsch. Ja, man legt sich natürlich auch nur gegen Leute im eigenen Kaliber an. Den habe ich! Den habe ich! Habt ihr das gesehen? Wie ich den hatte? Na komm! Hell yeah! Den habe ich auch. Ich glaube, den hatte ich aber auch. Du hast Raumjojo getötet. Hell yeah! Es läuft aber auch gerade, Mensch. Okay, ich glaube, der will hier Stress machen. Oh! Nein! Okay, der hat Raumjojo. Ich glaube, Raumjojo ist mein Rivale Nummer 1 hier gerade. Ich bin mir ganz sicher. Superschlag! Okay. Ja, viel Spaß. Oh nein, der war zu super, der Schlag. Da habe ich den Mario runtergeworfen. Oh nein! Also auf die nächste Plattform. Ich wurde von 5-5. Ah, das ist der Gute. Ja, okay, da habe ich natürlich keine Chance gehabt. Hier, den habe ich. Wer war das? Lost. Ja, Lost. Was willst du machen? Ha? Was willst du machen gegen jemanden wie mich? Gegen den Meister in Super Smash. Oh nein, die Peach! Ich bin überhaupt gar kein Meister in Super Smash. Ich habe das Spiel nicht mehr selber. Aber das macht schon Spaß. Hier, du. Aha, du. Okay, Glück gehabt. Glück gehabt. Aha. Da bin ich gefallen. Hoppala. Hier. Mein Freund der Sonne. Ich schlage in die falsche Richtung und das ist mein Fehler. Und ich weiß, dass ich es anders machen sollte. Aber ich krieg's nicht hin. Ich bin ja ganz ehrlich. Ich bin scheinbar einfach zu inkompetent für dieses Spiel. Ich weiß nicht warum, aber es ist ein Fakt. Na komm, den haben wir. Da haben wir Glück gehabt, da wurden wir gerade gesaved vor irgendwas. Nein, tu es nicht! Egal, hier, die haben wir. Ja! Hell yeah. Okay, der TNT. Ich hab... 9. Platz, ne? 6 Leute nur runterge... Erste 19! Wie geht denn das? Wie macht er das? Was ist... Okay. 3. 3 ist Mist, aber es hätte halt auch eine 6 werden können. Das wäre halt schön. Egal, wie sind wir denn im globalen Ranking? Das ist jetzt ja die einzig wichtige Frage, ja? Weil wir haben nur 3 gewürfelt, das ist schade. Wir sind noch auf Platz 6. Wir sind auf Feld 28. Der erste ist auf Feld 46 und hat gleich gewonnen. Was? Erreiche jetzt erstmal das Ziel der Pferderennen Road, um das Spiel zu gewinnen. Okay. Ich sehe nichts, aber das ist nicht schlimm. Das ist ganz normal. Okay, ich sehe immer noch nichts. Ah! Okay, es ist halt einfach unmöglich, hier irgendwas zu machen. Nein, ich bin nicht gehüpft. Ich habe halt das Loch auch nicht gesehen, bin ich ganz ehrlich. Wie hüpft man denn? Wie hüpfe ich denn? Ich bin doch gehüpft, Entschuldigung. Das ist doch Quatsch hier. Hä? Okay, ich gehe jetzt mal in der 5, ja? Ah, man muss es gedrückt halten und aufladen und danach ist es okay. Und dann kann ich quasi hüpfen, wann immer ich möchte. Wenn der Balken auf blau ist. Ach so. Okay, das ist kein Problem. Das muss man mir ja nur sagen, ja? Dann habe ich das ja auch. Das ist ja alles fein. Das heißt, wir laden den jetzt erstmal wieder auf. Ah, wenn der frisch aufgeladen ist, dann ist der natürlich auch stärker. Oh, der nimmt die Abkürzung. Das ist wahrscheinlich gar nicht dumm von ihm. Obwohl, nee, ich glaube, von der Abkürzung wäre ich einfach runtergefallen. Da brauche ich nur einen kleinen Sprung. Das heißt, es ist gar nicht so schlimm, wenn ich den nicht richtig aufgeladen habe. Hier brauche ich einen Sprung. Aber den habe ich jetzt nicht... Den habe ich nicht rechtzeitig gesehen, bin ich ganz ehrlich. Den hatte ich nicht. Da war ich nicht ready für. Aber das reicht. So, wir machen weiter. Wir sind weiter auf dem Vormarsch. Wir sind auf dem 12. Platz. Das heißt, wir sind überhaupt nicht auf dem Vormarsch. Wo ist mein Pferd? Achso. Er hat es schon geschafft. Das soll, glaube ich, dieser Regenbogen-Boulevard sein aus Mario Kart. Okay, wir haben eine 4. Eine 4 ist eine 4. Eine 4 ist besser als eine 3. Oder eine 2. Oder eine 1. Ich meine, jetzt müssen wir wirklich nur noch Plätze sammeln. Wir sind auf Platz 32. Wir sind auf Platz 6. Okay, wir wollen einfach nicht
Freier Fall. Springe in 3 Etappen von den Plattformen und versuche das Wasser am Ende der Map zu treffen. Also so eine Art Dropper-Map. Okay. Dieser F5A-Typ, der ist so krass. Also 5. Ich kann den gar nicht aussprechen. FFA5. FFA5, teach me. Ah, nicht, dass es einen Unterschied machen würde, aber... Da machst du nichts, ne? Ich bin... ein 1A-Würfler. Ich habe nämlich eine 3 gewürfelt. Und das bringt mir gar nichts. Ich glaube, der Erste hat gewonnen. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, der Erste hat gewonnen. Ja. FFA5 hat gewonnen, verdient. Und ich bin 7. geworden. Naja, gut. Das war's jedenfalls mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr neu hier seid, abonniert den Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und falls ihr sowas nochmal sehen wollt, vielleicht mit Tops zusammen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann weiß ich Bescheid. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!